Jesus sagt, nehmt nicht an, dass ihr alles wisst, und eure Leiden sind nicht umsonst. 4. und 7. Februar 2018 Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Herr, du bist über alle Maßen treu. Ich danke dir, dass du uns über die Schwellen der Leiden trägst und für uns ein konstanter Tröster bist. Ihr lieben Herzbewohner, ich danke euch für all eure Gebete. Sie waren wirklich vonnöten und ich fühle mich viel besser. Ezekiel durchlebte einen harten, schmerzlichen Anfall. Und ja, was soll ich sagen? Wie fühlt man sich, wenn derjenige, den man liebt, schrecklich leidet? Dies brachte mich viele Nächte zum Weinen. Und schlussendlich war nichts mehr von mir übrig. Zwischen all den kleinen Besorgungen, die nötig sind für jemanden, der im Bett liegen muss, indem man versucht, es dem Leidenden so angenehm wie möglich zu machen und mit Tränen zu beten, ohne wirklich ein Resultat zu sehen für eine sehr lange Zeit. Das war einfach zu viel für mich. Ich erwachte am Morgen nach seinem schlimmsten Leiden und da war nichts von mir übrig. Und die Aussicht, ihn wieder leiden zu sehen, hat mich in Tränen ausbrechen lassen. Und ich weinte mich zurück in den Schlaf. Ich war komplett ausgelaugt. Nun, um zu erklären, was genau vor sich geht. Genau wie wir Fasten und Opfer darbringen, um unsere Bittgesuche zu unterstützen, hat sich Ezekiel als ein lebendiges Opfer dargebracht für die Umgestaltung unserer Nation und für die Freigabe der kleinen Kinder, die im Sexhandelgewerbe gequält und missbraucht werden. Ich möchte mit euch teilen, dass es zwischen den Leiden auch wundervolle Tröstungen gab für Ezekiel. Viele Ausflüge in den Himmel, viele Phasen extremer Glückseligkeit. Und nein, es waren keine Medikamente im Spiel, denn er hatte keine eingenommen. Als er in unserem kleinen Pool war, war der Herr bei ihm. Er hielt Ezekiel hoch und küsste ihn zärtlich auf seine Stirn. Es gab Erleichterung bei den Schmerzen und Momente extremer Freude während der Gemeinschaft mit dem Herrn. Dies ist dasselbe Muster, wie es sich bei vielen leidenden Dienern abspielt. Unser lieber Jesus leidet mit uns, aber er findet dennoch Wege, uns mit Tröstungen zu überhäufen in den Ruhephasen. Der Herr behandelte ihn so zärtlich nach diesen extremen Leidensanfällen und er zeigte ihm einige Früchte seiner Arbeit. Denn wahrlich, diese Art von Schmerz zu ertragen, ist Arbeit. Er sagte ihm, dies ist die produktivste Zeit deines ganzen Lebens. Du hast hier mehr für den Fortschritt des Königreiches Gottes und für die Rettung von Seelen getan, als in all den Jahren in deinem Dienst zusammen. Zusätzlich zum Trost, als Jesus Ezekiel sagte, gut gemacht, glaube ich, sind wir über den Berg und bewegen uns auf eine komplette Heilung zu. Wie auch immer der Zeitplan Gottes ist, ihr Lieben, wir nehmen es mit Entschlossenheit an, solange die Gnade Gottes uns begleitet. Werden wir durchhalten. Ich habe überhaupt nicht am Versprechen des Herrn gezweifelt, dass Ezekiel von all diesen Dingen geheilt wird. Als Jesus mir ankündigte, was wir durchleben werden, machte er ein Versprechen. Du wirst dich nicht um sein Leben sorgen, denn ich habe dir versprochen, dass ich ihn heilen werde und dass du in all diesen Umständen Frieden haben wirst als Zeichen für dich, dass dieses Versprechen an dich wahr ist und dass ich mit dir bin. Und tatsächlich,
verspürte ich übernatürlichen Frieden, der von keinen Umständen durcheinandergebracht werden konnte, was die Todesdrohungen anbetrifft. Ich weiß, dass unsere Satanistenfreunde ihn zu gerne tot sehen würden. Es gab viele Tötungsaufträge und Todesdämonen, die uns einen Besuch abstatteten. Jedoch gingen sie alle mit leeren Händen wieder, denn sie haben hier nicht das Sagen, sondern Jesus. Manche von euch, ihr lieben Herzbewohner, haben Fragen und Zweifel betreffend dieser Lehre, an den Schmerzen des Kreuzes teilzunehmen, zugunsten des Königreiches. Aber in Wirklichkeit ist es nur eine Frage der Perspektive. Wenn man die Schriften gründlich und sehr aufmerksam durchsucht, wird man entdecken, dass dies tatsächlich in der Bibel steht. Wenn ihr den Meinungen jener in euren aktuellen Diensten mehr zugetan seid, die keine Leiden anerkennen, so bitte ich euch, eure Meinungen und ihre Meinungen beiseite zu schieben und den Rat des Heiligen Geistes zu suchen, der euch die Prinzipien hinter dem Kreuz bestätigt, von welchem Jesus uns sagte, dass wir es tragen sollen. Ich glaube, dass es der Gipfel der Anmaßung ist, zu sagen, dass ein Gebet und Glaube alles ist, was es braucht, um jede Seele zu heilen, egal was. Dass Jesus jeden dann heilen würde, wenn wir es wollen. Immer. Und wenn man nicht geheilt wird, hat man versteckte Sünden oder es mangelt an Glauben. Nur Gott weiß, warum sich keine Heilung einstellt bei demjenigen, für den wir beten. Jesus begann: Es ist ziemlich spät und du hast es gut gemacht, wie du meinen Kindern diese Dinge erklärt hast. Nehmt nicht an, dass ihr alles wisst, meine Lieben, weil andere, die euch lehren, euch überzeugen, dass sie alles wissen. Ihr solltet lieber alle Geister prüfen und für seine Führung offen sein. Selbst wenn es euch in den Widerspruch führt gegenüber anderen, die an ihren Lehren festhalten. Erlaubt euch nicht, mit der Wahrheit Kompromisse einzugehen, um unterstützt zu werden oder um einer Freundschaft willen. Seid lieber bereit, Freunde zu verlieren, als Kompromisse einzugehen mit der Wahrheit, von welcher euch mein Geist überzeugt. So sehr ich mir wünsche, Frieden zu sehen unter den Brüdern, sage ich euch, dass ich nicht gekommen bin, um Frieden zu bringen, sondern ein Schwert und Spaltung. In Matthäus 10,34 steht geschrieben: Nein, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern ein Schwert, denn ich bin gekommen, um einen Mann gegen seinen eigenen Vater zu stellen, und eine Tochter gegen ihre eigene Mutter, und eine Schwiegertochter, und so weiter. Und was ist das Schwert, auf welches ich mich hier beziehe? Es ist das Wort Gottes, welches die Knochen vom Mark trennt und die verborgenen Dinge enthüllt. Jene, die ihren sozialen Status höher erachten als meine Wahrheit, werden im Staub zurückgelassen sein, während meine treuen Bräute sich an mich klammern und nicht an irgendeinen Menschen. Seid stark, mutig und klammert euch an mich, vor allen Personen oder Dingen. Ich werde euch niemals in die Irre führen. Prüft und erkennt, meine Lieben, prüft und erkennt durch die Kraft meines Heiligen Geistes. Erkennt die Wahrheit und haltet euch daran fest. Bitte, werdet nicht müde und vollendet euren festgelegten Kurs, denn Gott ist treu und belohnt jene, die ihre Hände am Pflug halten und sich weiter vorwärts bewegen.
Ich weiß, dass es schwierig ist, glaubt mir, ich weiß, wie schwierig es ist. Wir alle haben Gedanken, die uns zum Aufgeben verführen wollen. Aber der Herr kommt uns zu Hilfe, um uns zu stärken. Also lasst uns die Hände reichen im Gebet und weiterhin das Kreuz tragen, welches er jedem von uns gegeben hat. Ich liebe euch und danke für eure Gebete. Botschaft vom 7. Februar 2018. Jesus sagt, eure Leiden sind nicht umsonst. Jesus begann: Meine Kinder, das Böse in dieser Welt liegt jenseits eurer Vorstellungskraft. Es ist so subtil und unerkennbar an der Oberfläche, und ich habe viele solche Kämpfer, die die Leiden dieser Kleinen auf sich nehmen, um sie aus ihrem quälenden Gefängnis der Hoffnungslosigkeit zu befreien. Viele von ihnen sind ans Haus gebunden und unfähig, ein normales Leben zu leben. Hier spricht er von den Fürbittern. Aber sie finden ihre komplette Erfüllung darin, für andere zu leben und Fürsprache einzulegen. Diese werden Königinnen und Könige sein im Himmel. Und ihnen wird viel Verantwortung für ihre Brüder und Schwestern übertragen werden, ob im Himmel oder auf der Erde. Mein Leib ist eins und wir sind alle miteinander verbunden. Wenn eines jubelt, jubeln alle. Wenn eines leidet, leiden wir alle. So überwältigen die Leiden nicht, sondern werden verteilt über den Leib. Das ist der Grund, warum diese Wochen so schwierig waren für euch. Viele leiden für die Welt und für die Nation Amerika. Und wie sie die Welt beeinflussen wird, wenn die Reinigung endlich zu Ende ist. Ihr durchschreitet einen großen Läuterungsprozess hier in Amerika. Doch die Welt nimmt an eurem Leiden teil. Diesem wurde ein Name gegeben. Die Vereinigung der Heiligen oder die große Zeugenwolke. Viele falsche Lehren und Lügen wurden von leichtgläubigen Seelen vorgeschlagen und akzeptiert, ohne ihre Richtigkeit zu hinterfragen. Und all diesen Lehren, die am effektivsten sind, um Böses zu bekämpfen, wurden die schlimmsten Namen gegeben, durch das Verzerren und Verdrehen gewisser Fakten, um sie als Irrlehre aussehen zu lassen. Als Resultat sind viele höchst eigensinnige Christen völlig ignorant über die Lehren, die von der frühen Kirche in Antiochien und Jerusalem ausgingen im ersten Jahrhundert. Satan hat diese absichtlich anvisiert, um euch die Unterstützung und Gebete des ganzen Leibes unter meiner Leitung zu entziehen. Im Himmel wird dies kein Geheimnis mehr sein für euch, aber jene von euch, die unterscheiden und laufend sterben, zugunsten der Wahrheit, wenn ihr die Lehrgänge der Kirchenväter durchsucht, werdet ihr eine Schatztruhe voller Wahrheit entdecken, welche euch in vielen Schlachten stützen wird und den Weg ebnen für eine tiefere Heiligkeit. Und darin werdet ihr auch viele Gegensätze finden zum momentanen Zustand der Kirche. Meine Kinder, ich bin gekommen, um euch noch einmal zu sagen, dass eure Leiden nicht umsonst sind. Viele von euch haben große Opfer gebracht im Gebet und ihr habt euch an der Befreiung vieler Seelen beteiligt, die unterwegs waren in die Hölle, ohne dass ihr euch bewusst wart, involviert zu sein. Dies ist, was ich an diesem Kanal liebe. Ihr sucht nicht nach dem Wachstum, den die Welt bieten kann, sondern dass ihr mir immer ähnlicher werdet, mir, dem Gekreuzigten. Jene, die mit mir gestorben sind, werden auch auferstehen, wie ich es tat, in Herrlichkeit für eine Ewigkeit, die
die jenseits eurer Vorstellungskraft liegt.